Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von PUBG Solo. Ja, wir wollen noch, bevor es den Freitag endlich losgeht mit dem neuen Projekt Shadow of Tomb Raider, so ein paar zwischendurch ein bisschen PUBG zocken. Eigentlich war ja geplant, dass die beiden vorherigen Tomb Raider Teile nochmal gezockt werden. Leider haben wir es noch geschafft, den ersten durchzuzocken, weil ich dann doch ein bisschen zu viel Zeit ins Land verstreichen lassen habe. Und ja, aber ist nicht schlimm. Dann werden wir halt ein bisschen PUBG weiterhin zocken, weil 22 Tage geht noch der Event Pass Zenhawk. Und ja, ich habe mir in der letzten Folge ja überlegt, ob ich mir den gönne. Und wie ihr seht, ich habe mir den Event Pass gegönnt. Ja, an 10er habe ich mir gedacht, gut, kannst investieren. Dafür kriegst du ja hier Doppelpreise. Wir haben hier 500 Battle Points bekommen. Hier haben wir 400 XP bekommen. Eine 21 Tage Battle Points Boost und ja, wir haben auch schon mal ein Sträflings-T-Shirt, dazu noch die Flüchtlingenhose und unsere flüchtigen Schuhe mit Fußfesseln. Und ja, deswegen habe ich mir das gegönnt. So kriegen wir auch noch ein neues Waffenskit für die Mini und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten hier, noch eine Sträflingshose, eine Flüchtlingsjacke. Eine Wärterhose. Auf die versuche ich auch noch hinzukommen. Aber Level 17 ist schon etwas schwieriger zu erreichen. Aber so ein paar Wärterklamotten, die sehen bestimmt schon stark aus. Ja, lange Rede. Kurzer Sinn. Hier schon ein paar Missionen haben wir schon erledigt. Ein paar müssen noch. Tötet 10 Spieler. Die Hälfte haben wir erreicht. Und die helfen uns ja natürlich, dass wir schneller an unsere. Na, an unsere. An unser Level ankommen, anknüpfen können. Jo, ich würde sagen, wir spielen Mini Royal. Ich habe Bock auf Zenhawk. Und damit machen wir jetzt weiter. Und schauen uns mal an, was noch so geht. Und ja, dann würde ich sagen, let's fetz. Wenn der hier jetzt noch Spieler finden würde. Ah, okay, gut, wollte schon sagen. Hä? So, dann hoffen wir mal, dass die Folge unser erstes Chicken auf Zenhawk wird. Dann hätten wir eins auf Rangel, also der ersten Map. Zenhawk und dann müsste ja, würde halt eigentlich nur noch Brava fehlen. Gut, eigentlich auch noch Rangel, weil das war ja das Chicken, was ich ohne Aufnahme gemacht habe. Aber gut, ist okay. Kriegen wir auch irgendwann noch hin. Bei PUBG werden wir weiterhin zocken. Wie gesagt, das geht letztendlich ein vollwertiges Game, nicht mehr in der Preview. So, genug mit Früchten geworfen. Wir gucken mal, wo wir abspringen und ich... Eigentlich ist es hier auf Zenhawk egal, du kommst eigentlich fast überall hin. Dadurch, dass die Map kleiner ist. Und ja, reichlich Waffen kriegst du ja auch, also... Wenn ich hier mit meinem Dreier-Squad unterwegs bin, dann suchen wir uns hier so eine kleine Siedlung aus und jeder von uns hat eine Waffe. Mit genug Munition, mindestens eine. Was du auf Ranger und Mirror mal überhaupt nicht...
Also, was heißt überhaupt nicht? Da gibt es natürlich auch Orte, wo alle sich schnell ausstatten können. Aber hier auf Arrange, ach, hier auf Zenok ist es schon ja fast Standard, dass du hier in jeder Kleinsiedlung gut schnell an Waffen rankommst. Und ja, das macht natürlich auch das Spielfilet besser. Natürlich dann auch noch die Gestaltung der Map, also dieses Dschungelfieber und dann halt dazu die Größe, diese schnellen Kämpfe. Also, wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, schon in der ersten Folge mein Feedback abgegeben und ich liebe die Map. Also, ist bis jetzt meine Lieblingsmap oder meine Lieblingskarte von den dreien, die bisher draußen sind. Und ja, macht einfach Bock, die zu zocken. So, unsere Hüttensiedlung ist da, wo er hin möchte. Er ist mir zu nah am. Egal. Dann gehen wir unten schnell in die Hüttensiedlung und müssen uns dann halt versuchen wegzubewegen. Obwohl der Kreis natürlich hier drin ist. Ist aber nicht schlimm. Weil der eine Gegner wollte zu unserer Hüttensiedlung. Dann nehmen wir jetzt hier vorne und gucken mal, was wir hier so Schönes finden. Schon mal eine S12K. Ist ja was Feines. So können wir uns wenigstens schon mal ein bisschen verteidigen. Dann haben wir hier eine QBZ. Also die findet man auch fast überall. Das ist ja die Waffe, die es nur auf Zenok gibt. Ein schönes Sturmgewehr, macht Spaß mit der Waffe. Gut, stark ist er auch. Oh, eine M16. Ha, ich mag das ja nicht so, zwei Waffen mit der gleichen Munitionssorte zu nehmen. Weil man immer so viel Munition für diese Waffe, für die beiden Waffen finden muss. Da hätte ich lieber denn schon zwei verschiedene. Nehmen wir noch eine Vector mit. Oh. Nein, du sollst die hier aufnehmen. Ja, waffentechnisch und ein paar Aufsätze habe ich auch schon bekommen. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt könnten auch ruhig so langsam Helme und Visiere kommen. Und noch ein paar Aufsätze mehr. So können wir dann nämlich auch unsere Vector weiter ausstatten. Mündungsfeuerdämpfer möchte ich nicht. Eine S12K, noch eine. Noch mehr Munition.
Wir haben gerade einen Gratis-Kill bekommen. Sorry für die lange Stille. Ich wurde gerade angerufen und es war sehr, sehr wichtig. Aber der Typ hatte echt alles dabei. Guck mal, ich habe eine fast voll ausgerüstete SKS. Also, was heißt guckbar? Ich gucke dir die ganze Zeit zu, aber nice. Nicht schlecht. Ah, der hatte sogar eine Polizeiweste Stufe 2. Die habe ich ihm aber gerade ordentlich zerwichst. Aber gut, wenigstens habe ich noch einen Helm bekommen. Schönes Ding. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch eine Weste Stufe 2 oder 3. Und wir wären top ausgerüstet für den Endfight. Das ist ja schon wieder zu gut hier alles. Mit Schalldämpfer. Und der hatte so auch noch ein 6-fach wie sie dabei. Aber ich habe ja vorher schon eins gefunden gehabt. Sehr mutig, dass ich hier lang laufe. An dem Camp Alpha können natürlich auch noch zwei, drei Leute sein. Noch am Leben. Wir haben einen Kill. Ich bin überlegen, ob wir noch höher hier auf den Berg raufgehen, aber ich denke mal, der Kreis wird sich eher Richtung Hartin verziehen. Dass wir da oben so an der oberen Ecke an der Bucht landen werden. Wow. Ich bin immer noch im Kreis. Ja, eigentlich brauche ich nichts mehr looten. So, die Siedlung hier, eigentlich könnte ich mir alles sparen. So, weil waffentechnisch bin ich top ausgerüstet. Schmerzmittel 4, 2 Energy Drinks. Genug Money. Hier war schon jemand. Okay. Dann gehe ich hier lieber mal weg. Also ich glaube, der da oben gelootet hat, der wird da schon weg sein, hoffentlich. Der war bestimmt am Anfang da. Aber ich will mich noch ein Stück in die Mitte bewegen und hier oben hin am besten. So kann ich wenigstens nicht von hinten attackiert werden. Hier sollte mich auch keiner sehen. Von rechts. Dann sollte ich den vielleicht noch rechtzeitig hören, wenn jemand den neuen gleichen Gedanken hat wie ich. Und dann können wir ihn mal außerhalten. Wir haben einen Schalldämpfer und dadurch können wir natürlich von hier oben auch schießen. Schalldämpfer 6-fach, Alter, die SKS ist ja. Finde ich gut, dass ich mir die mitgenommen habe. Zwei Splittergranaten, ein Molotow-Cocktail. Genug Verbände, also theoretisch, bis auf die Weste, habe ich top ausgerüstet.
bockt auf jeden Fall übelst. Also deswegen würde ich mir auch gerne den Sieg einstreichen. Entschuldigt. Deswegen würde ich mir gerne den Sieg hier einstreichen, weil diese Ausrüstung, die ist ja mal sowas von top. Da kann man nicht meckern, da. Leider habe ich die hier vorne nicht getroffen. Ich habe die im Endeffekt habe ich sie dann doch in Ruhe gelassen. Ja, na, sag ich ja, der Kreis verzieht sich so mehr nach halt hin. Aber ich denke, der wird sich. Ja, da oben hat er wirklich eine gleiche Idee wie ich. Da ist aber ein Stück vorgekrochen kommen. Ist der jetzt von da oben weggegangen? Scheiße, ich hoffe, der hat sich nicht bewegt. Versuche nur, Leute, dass du nicht aus den Augen verlieren. Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Sonst hätte er schon probiert, mich zu töten. Weil ich saß ja ziemlich offen. Und dadurch hat er hat so gesehen die bessere Position. Und ja. Also ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Deswegen habe ich noch Ruhe. Offenbar war, dass der Kreis auf meiner Seite ist, sodass ich hier auf meiner Position sitzen bleiben kann und dann halt nur darauf achten muss, dass er sich irgendwann bewegen muss vielleicht. Oder vielleicht bleiben wir beide weiter im Kreis und können so gesehen unser 1 gegen 1 hier oben. Ja. Unser 1 gegen 1 besiegeln. Mal gucken, wer gewinnt, aber ich glaube nicht. Es wird sich eher, ja, so zwischen Haitin und dem Berg hier wird sich das verziehen. Oh, doch nicht. Okay. Ich muss bloß aufpassen, dass er mich jetzt nicht tötet. Was sind der hier? Scheiße, der Kreis setzt sich in Bewegung. Shit. Ich hoffe, der schießt nicht auf mich. Ich dachte gerade, dass sich was bewegt. Paranoia! Die Paranoia setzt ein. Ach, guck mal, da unten ist eine Kiste. Da habe ich eigentlich kaum noch Leben hier. Oder war ich schon Leben verloren? Sag so.
Oh, shit. Naja, hier sollte ich nichts verlieren. Da kriegen sich welche. Alter, zieht der verdammt viel ab. Oh, oh, der zieht verdammt viel ab. Die werden mich doch locker irgendwo gesehen haben. Ich bin doch hier gerade mitten über Freifeldrand. Scheiße. Nicht schlecht. Ich habe gerade einen Lauf, Leute. Sorry, dass ich so stimmig bin. Hochkonzentriert und hochfokussiert. Die war so schlecht geworfen. Scheiße, nein! 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 Ah, nein!
Ah, nein, ich hatte Abi zu. Ah, Scheiße. Ach, Mann. Ah. Wie ärgerlich. Nein, 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 nein. Nein. Das gibt es doch nicht. Oh, das ärgert mich ja so. Oh. Platz 2. Nein. Nicht. Ich will nicht Platz 2 sein. Leute, hört auf. Ach, Scheiße. Fuck. Ja, ist natürlich trotzdem gut so, Platz 2, ne, auf YouTube. Aber an Platz 2 erinnert sich bloß kein Schwanz mehr. Ach, Mann, ey. Egal, war eine geile Runde, hat Spaß gemacht und ja, 3 Kills gesammelt, fehlen nur noch 2. Und wir haben die Mission geschafft. Und was natürlich noch gut war, Platz 2. Sieht man immer gerne. Wahrscheinlich hat gerade mein T-Shirt Glück gebracht. Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Es ist ein PUBG-T-Shirt. Da sitzt der Typ vom Hauptmenü. Oder da steht der Typ vom Hauptmenü am Herd. Kocht gerade ein Chicken mit einer Schürze und einem Level 3 Helm. Und darüber steht halt Winner, Winner, Chicken Dinner. Leider hat es bei uns nicht geklappt mit dem Chicken Dinner. Wir mussten natürlich zugucken, wie der andere sein Chicken genießt. Aber wir sind unter die Top 10 gekommen und wir sind Platz 2 geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich gesehen hat. Ich dachte, er setzt sich jetzt in der Baum und guckt, wo ich bin, so weißt du. Ich habe gedacht, ich kann auch in Ruhe zielen und dann schön mit der SKS, bam, 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 3 Schüsse und weg wäre er gewesen. Und dann hätte ich das Chicken gehabt, aber nein, sowas nicht. Ich hätte gleich aufstehen sollen, die Granate gleich schmeißen sollen, weil ich wusste ja, wo er war. Ich hätte einfach hinterherrennen sollen und dann. Ich hatte auch ein Visier von meiner QBZ. Ich habe gehofft, dass ich mich vielleicht, ja, heimlich, dass ich ihn heimlich töten kann. Wie damals auf Orange. Habe ich nämlich auch mit der SKS den Sieg geholt. Die hatte ich frisch von den Gegner aufgehoben. Der, ja, der war 6. Platz, genau. Ich habe ihn da getötet gehabt und dann habe ich ihn so durchgelootet und er hatte SKS dabei. Ich so, gut, nimm ich. SKS eingepackt, so, denn auf einmal sind die da alle gestorben, so, da waren wir nur zu zweit. Ich so, scheiße, wo ist der Gegner? Ziel so in der Umgebung, sehe den und bam, bam, 2 Schüsse und er war weg. Hier hat es leider nicht geklappt. Ja, hier waren die 2 Schüsse und wir waren weg. Ja, ist aber nicht schlimm. Wir kratzen an dem Chicken auf Sanhok und werden uns das als nächstes auch noch verdienen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und auch ein Abo, wenn ich sagt, ja, der Typ ist cool, macht Spaß, ihm zuzugucken. Dann lasst auch gerne ein Abo da, verfolgt weiterhin meine Videos, unterstützt mich so gut wie ihr könnt. Ja, auch wenn es viele YouTuber gibt, die Let's Plays machen oder ja, spielen und währenddessen aufnehmen und kommentieren, da bin ich natürlich nicht der Einzige und deswegen ist es halt natürlich schwer, einen Fuß zu fassen, aber ich werde weiterhin mein Bestes geben und werde weiterhin Spaß an der Sache haben und euch natürlich auch gute Videos zu liefern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Partie-Folge. Denke mal, die werde ich dann morgen machen und da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!